Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Real Projekt. Ja, wir sind noch auf unserem kleinsten Feld hier am Eggen und heute geht's mal über das Thema wieder. Seit langem gab es wieder ein Update, nämlich bei Cattle and Crops. Für die, die denen Cattle and Crops noch gar nichts sagt, Cattle and Crops, der, sagen wir so, gehypteste zukünftige Konkurrent, vielleicht Konkurrent, das weiß man nicht, viele haben schon probiert, viele sind daran gescheitert, des Landwirtschaftssimulators von Giant, sagen wir so, halt, es wird Cattle and Crops, wird auch eine Farming-Simulation, Landwirtschaftssimulation mit ein bisschen einer, sagen wir so, besseren Grafik und mit ein bisschen tiefgründigeren Inhalt, so wie man jetzt einmal sagen darf, was die Informationen bis jetzt ausgespuckt haben. Es gab nämlich vor wenigen Tagen, ist der neue Deezer rausgekommen, halt sozusagen ein Ingame-Deezer mit Ingame-Bildern und auch Ingame-Videomaterial, und das war, man hat halt einiges auf den Deezern gesehen, wie soll ich sagen, das war beeindruckend und teilweise auch ein bisschen, wo ich sage, ups, da fehlt halt noch einiges. Aber dazu kommen wir jetzt. Ich möchte zuerst einmal zum Positiven, weil das sind ein paar Dinge gewesen, was ich in den Teaser gesehen habe, wo ich mir dachte, wie geil ist das denn? Traktor, die, halt es war, ich gehe jetzt mal zuerst von dem Videomaterial aus. Halt, wer es nicht gesehen hat, schaut einfach beim Kollegen Garderoll vorbei. Dort findet ihr es in englischer Sprache, in deutscher Sprache und auch ein bisschen analysiert, und er redet sich auch die nächsten Tage auch oder in der nächsten Woche ein kleines Informationsvideo noch zu den ganzen Cattle and Crops Sage. Vielleicht verlinke ich auch unten das Video noch, wenn nicht, dann der Martin wird es schon machen. danke an Otto. Und ja, aber jetzt zurückzukommen zum Thema eigentlich. Ja, was hat mich extrem beeindruckt? Halt, es war so, dass da eine Szene vom Maishäckseln gezeigt wurde und daneben ist ein Deutz mit einem vermutlich Habe, halt irgendwas ein 7290 oder sowas, habe ich gelesen in den Kommentaren. Ich glaube 7290 Deutz. Keine Ahnung, ist ja wohl halt ein Deutz-Traktor, ein relativ großer. Und mit einem Hafe-Anhänger, halt Häckselgutwagen und einem Glas Jaguar, welchen kann ich nicht genau sagen, halt es war ein Jaguar, vollkommen wurscht jetzt. Einzugsanimation und so weiter, alles vorhanden, pippe fein, schaut auch extrem cool aus, sogar meines Meinung nach besser als beim LS, weil beim LS ist es so, dass sich das Zeug meistens sofort umlegt und dann eingezogen wird, und da schaut das ein bisschen so fließend aus und schaut halt besser aus. Was mir aber extrem geil gefallen hat, halt noch besser als die Einzugsanimation, das war ganz am Schluss, halt die letzten paar Sekunden, sieht man noch den Häcksler und den Traktor um die Kurve fahren. Halt, er fährt sozusagen die eine Bahn, macht einen 90-Grad-Knick und da steht außerhalb noch ein bisschen ein Mais. Halt, ich kann euch das jetzt kurz vorführen, wir haben da drüben wirklich zufällig gerade einen Mais stehen. Halt, er macht das so ungefähr, ich bin jetzt der Traktor mit dem Anhänger, stellt sich das nur so vor, und er fährt so um die Kurve und dann berührt er, schauen wir uns das kurz an, berührt er ein bisschen die äußere, halt sozusagen ein paar Pflanzen mit den Hinter- und mit den Vorderrädern. Und das war das Geile, was mich, wo ich ehrlich gesagt habe, mega geil, viel was Besseres gibt es eigentlich nicht. Diese sind umgeknickt, beziehungsweise haben sich schief angelegt. Und man hat gesehen, auf der Seite war schon ein bisschen was von der vorigen Runde. Das war schon leicht umgelegt, also so, keine Ahnung, 45 Grad. Und dann hat das noch ein bisschen weiter umgeknickt. Das bedeutet, man kann Früchte oder die Fruchtsorten auf verschiedene Gradanzahlen umknicken. Das bedeutet, kann ich, wenn ich ins Korn reinfahre, wird der wahrscheinlich flach gedrückt werden. Und wenn ich nur so leicht ist, die Schier, wird es sozusagen auf 45 Grad, und das schaut einfach, auch beim Vorbeifahren, das bewegt sich alles so richtig schön, schaut mega, 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 mega geil aus, das muss ich ehrlich sagen, das werden die wenigsten sicher gesehen haben, weil das sind die letzten Sekunden vor dem Video und da schaut man vielleicht nicht mal mehr so ganz genau hin, aber ich muss ehrlich sagen, gerade Cattle and Crops interessiert mich extrem und da bin ich halt wirklich dabei, dass ich mich da wirklich informiere. Auch Garderoll schreibt da meistens nach unter die Videos, die über das Thema gehen, sofort auch bei uns drunter, wenn es um was geht. Und vielleicht kann man da ja auch
ein paar Exklusivinformationen einmal herauslesen, die er so uns geheim schreibt. So, das ist einmal das eine, was ich ehrlich sagen muss. Das war mega geil. Was mich da bei dem Videosequenz nicht so richtig beeindruckt hat, war die Grafik der Maschinen leider. Halt, wenn man ELS kennt, das ist alles ziemlich scharf und alles, das hat aber dort ein bisschen nach Plastik aus. Man muss aber ehrlich sagen, ganz nochmal zur Info, Pure Alpha, halt, das sind alles sehr, sehr frühe Entwicklungsphase, weil halt, es soll irgendwann 2016 rauskommen, das Spiel, und bis dorthin ist noch genug Zeit, dass man das auf dem Stand des LS und sogar noch besser bringt, kann ich euch sicher schon garantieren. Und da ist halt, wenn man sich andere Bilder wieder anschaut, das sieht man nämlich. Halt bei den zwei Maschinen hat man halt gesehen, das war halt, ja, wie soll man sagen, es war nicht so schön, wie es sein könnte, sagen wir so. Aber es war jetzt auch nicht so schlecht, dass ich jetzt sage, ich kann es mit Farmexperten vergleichen. Weil der Farmexperte ist noch einmal 5 Laden oder 20 Schubladen im Keller, 5 Geschosse im Keller weiter unten, so ungefähr. Jetzt ist halt das Ganze ein bisschen, viele haben halt, ich habe schon gelesen und auch Kommentare gehört, ja, die Fahrzeuge, die schauen ja nicht so schön aus. Aber die Fahrzeuge sind ja nicht alles. Es ist ja auch, wenn man sich jetzt die Grafik vom sonstigen Spiel anschaut, zum Beispiel, dass sich Bäume bewegen. Der Mais bewegt sich, wenn man da vom Wind einfach nur. Halt, wenn ich hier jetzt auf den Baum schaue, egal ob auf dem linken oder auf dem rechten, egal ob das jetzt der LS13 oder der LS15 wäre, da bewegt sich gar nichts. Das ist steif, das ist so, und da bewegt sich kein Grashalm. Halt, die Gräser bewegen sich zwar beim LS15 jetzt schon, beim LS13 habe ich es, glaube ich, noch nicht gesehen, das haben sie erst beim LS15 eingeführt, aber wenn, dann auch nur minimal und, sagen wir so, nicht wirklich realistisch. Ja, man kann eigentlich sagen realistisch. Und das ist halt ein Highlight von Catlin Crops, dass das komplett gemacht wird. Halt, dass sich da bewegt sich der Mais. So wie da jetzt, wenn man da schaut. Es bewegt sich der Mais ganz leicht. Halt, es schaut halt die Textur scheiße aus, aber er bewegt sich ganz leicht hin und her. Aber die Standard-Mais-Textur bewegt sich nicht, soweit ich weiß. Und es wirkt halt so. Ihr seht, die einen gehen nach links, die einen gehen nach rechts. Halt, das schaut irgendwie ein bisschen komisch aus. Und es hat nicht wirklich der Wind so einen richtigen Einfluss darauf. Und das ist halt bei Catlin Crops, schaut das viel, 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 viel geiler aus. Und mit den Bäumen auch noch. Und ja, mega einfach. Halt, ich muss ehrlich sagen, Hut ab, was da gemacht wird. Die Landschaft, mördergeil. Der Himmel gibt's vielleicht jetzt bei, kann man vielleicht mit dem Himmel vergleichen jetzt vom Goldedon, der schaut auch schon geil aus. Viel mehr kann ich jetzt eigentlich noch nicht dazu sagen. Oh ja, einige Sachen weiß ich schon noch, die ich rausgesehen habe einfach. Es war auch ein Bild nach von einem Traktor, was es auch immer für ein Traktor sein mag. Ich mache da keine Vermutungen. Für die Vermutungen ist die Community da und die wird, ja, der Garderoll sagt immer so schön, redet, diskutiert nicht so viel über die Maschinen, ihr werdet das noch früh genug erfahren, was für Maschinen jetzt Lizenzpartner sind. Aber es ist auf jeden Fall fix, dass alle Maschinen, die im Spiel verbaut sind, alle lizenziert sind. Das bedeutet, es wird kein so eine Marke wie Lizard hier geben, sondern es sind alles Lizenzpartner. Das klingt schon mal extrem gut und dadurch auch extrem vielversprechend, weil es auch ein Haufen Geräte sein werden, wo so immer geredet wird. Und da bin ich schon gespannt auf jeden Fall, wie es da weitergeht in der Produktion, halt mit Catlin Crops. Noch einmal zurückzukommen zu dem Bild mit dem Traktor, was man drauf sieht in der Nacht. Halt, die Nacht ist wirklich Nacht, nicht so wie beim LS, das ist, ja, sagen wir so, Vollmondschein mit 5 Vollmonden auf dem Himmel so ungefähr ist, sondern es ist wirklich knockige Nacht. Natürlich wird es Vollmond und so weiter auch geben, dann wird es halt nicht so extrem sein, aber von ersten Eindruck einmal, halt, du hast wirklich Nacht. Dann sieht man auf dem Bild auch einen Nebel, der durch die Scheinwerfer extrem geile Grafikeffekte bietet. Halt, du hast extrem coole Leuchteffekte von den Scheinwerfern, wenn du da Arbeitslicht einschaltest. Und das muss ich ehrlich sagen, bam, das hat der LS einfach noch nicht zustande gebracht. Auch wenn man sich jetzt anschaut, die Lichter bei den Traktoren, die schauen zwar schon gut aus, aber in der Nacht, man sieht eigentlich auch nichts und es bringt eigentlich nichts, wenn man es einschaltet oder nicht.
Du hast halt den Lichtkegel vor dir, aber dort ist halt die Umgebung so richtig schön erleuchtet. Und das muss ich ehrlich sagen, das hat mir extrem geil gefallen. Das Bild ist Mörder. Halt die Straßentextur, was man auch sieht und so weiter und so fort, das ist Hut ab. Da, wenn das Ingame-Grafik, wie es versprochen wird, halt es ist sozusagen jetzt immer versprochen, dass es nur Bilder, den will ich nicht, den GPS-Kurs, der taugt mir nicht. Der ist ein bisschen zu weit rechts. Ja, der wird ein bisschen zu weit links sein. Der ist noch weiter rechts gegangen. So, probieren wir den aus. Ja, dass die Bilder alle, die gepublished werden und dass das Videomaterial alles Ingame-Material ist und wenn das wirklich und kein Shader oder sonst irgendwie nachbearbeitet wird. Und das muss ich ehrlich sagen. Bist du deppert, wenn das die Grafik wird? Natürlich wird es dann bei manchen Leuten mit dem Rechner könnte es eng werden. Wo ich ehrlich sagen muss, ist aber auch nicht so fatal, meiner Meinung nach, weil durch das, dass man endlich mal sagt, ja, liebe Leute, auch ein 11-jähriger Bub oder sowas braucht einmal einen neuen Rechner nach 5, 6 Jahren, dass der die Grafik prachtvoll genießen kann. Ist halt einfach so. Es ist halt wirklich wichtig heutzutage, dass man die Spiele einmal auf einen Stand bringt. Und das hat halt jeder Simulator nicht notwendig, weil es einfach nicht das Publikum gibt, dass man mal auf den Stand der Technik kommt. Schaut euch ein Fallout jetzt nachher an, schaut euch ein Far Cry 4 an, schaut euch ein, keine Ahnung, Battlefront an oder Star Wars, Star Wars für die neue. Oder keine Ahnung was, das ist einfach, wenn ich mir LS anschaue, ja, weiß nicht, Steinzeit zu Neuzeit so ungefähr, aber von der Grafik. Und das ist halt einfach notwendig, dass sich endlich einmal ein Entwickler traut, in diese Schiene hineinzufahren und zu sagen, oder zu sagen, halt zu fordern, vielleicht ein bisschen mehr Hardware-Voraussetzungen. Und wenn nicht, kann man halt die Hardware extrem runterdrehen, dann schaut es halt vielleicht nicht mehr so geil aus, aber ich bin gespannt wirklich, wie das Spiel nachher am Ende ausschaut, halt wenn das jetzt schon in der Phase, wo wir jetzt hin, sagen wir so knapp ein Dreivierteljahr, ich sage jetzt, ich gehe mal vom Sommer aus, wo es released wird, oder wenn es der Herbst wird, sagen wir so ein Jahr vor Release, da schon die Bilder zu bringen und da schon die Grafik zu haben und das Spielprinzip einmal. Weil sagen wir so, das ist nachher alles, Grafik wird nachher aufgepoliert mit den Shader-Effekten und so weiter auch noch. Da schon jetzt so weit zu sein, ist schon heftig und da Respekt an die Jungs von den Entwicklerteam. Ich habe da leider noch keine Informationen, wer das genau ist, würde mich auch mal interessieren. Und da bin schon wirklich heiß auf das Spiel halt. Endlich einmal, dass es halt, man muss ehrlich sagen, ich sehe das jetzt eher als Marktbelebung. Halt, das Spiel braucht jetzt nicht umwerfend geil sein. Halt, wenn das Spiel schon genau gleich wie der LS wird, nicht viel besser, sondern zumindest gleichwertig, gibt es einen Konkurrenzkampf und dann müssen die Entwickler einfach nachlegen. Weil dann wird der eine das Häppchen draufpacken und der andere das und dann macht der andere im nächsten Mal oder das noch dazu, was der andere. Und dann gibt es halt einfach einen Kampf von den Händlern, von den Herstellern, von den Entwicklern und das wird interessant dann, weil dann kann man sich ja wirklich auf Neuerungen und dann auch schon auf schnelle und geile Neuerungen gefreuen. Und da bin ich schon wirklich, wirklich, wirklich irgendwie ein bisschen heiß drauf. Und das Wichtigste ist halt, dass nachher sich wahrscheinlich, dass man gerade den Konkurrenzkampf wirklich spürt, sich zwei Communities entwickeln. Halt zwei komplette Modding-Communities, dass die Mods auch für den Cattle and Crops entwickelt werden. Weil das Problem ist, wenn sich keine Modding-Community entwickelt, so wie es beim LS gibt, dann hat so ein Spiel einen wirklich schweren, harten Weg zu gehen, beziehungsweise meiner Meinung nach unmöglich am Markt zu bestehen. Weil du als Entwickler nicht 50.000 Fahrzeuge und 50.000 Maschinen bringen kannst. Du musst dich halt nachher auf deine 200-300, was du sozusagen in das Spiel direkt einbaust, konzentrieren und vielleicht nachträglich noch mit irgendwelchen Mods oder sowas, halt sozusagen mit DLCs oder sowas erweitern. Aber du kannst halt keine 50.000 oder 100 oder ich weiß nicht, 1.000 oder 2.000 verschiedene
ja, Mods bringen oder Fahrzeuge bringen und dann auch noch jede Woche vielleicht eine neue Karte. Das ist halt unmöglich, weil sich das einfach finanziell nicht ausgeht. Und da braucht man halt eine Modding-Community, die es beim LS gibt. Und ich glaube, dass da viele, die beim LS tätig sind und einfach satt haben auch die Community beim LS, weil die einfach sehr kindlich ist. Und das glaube ich, dass Kettle & Crop sich ein bisschen ein anderes Zielgebiet, sagen wir so, Zielalter gesetzt hat. Und ich glaube, dass da viele umsteigen werden, gerade von den guten Entwicklerteams, die nachher sagen, ja, wir wollen eigentlich eh die Funktionen genau haben, die das Spiel hat. Na, jetzt können wir unsere Mods wenigstens auf die Funktionen aufbauen und dann haben wir so einfach ein extrem geiles Grundspiel schon. Und da bin ich wirklich gespannt, wie Kettle & Crops sich entwickelt, wie der LS auch weitermacht, wie der LS nachher auf die, ja, auf den Release bzw. auf Bilder, die jetzt schon released werden, reagiert, ob da auch schon ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt wird und dann, dass der LS17, wie man jetzt mal so sagen, so nennen wird, dass der ein bisschen was anderes bringt, als was wir uns nur erhoffen. Und ich muss ehrlich sagen, ja, Kettle & Crops könnte was werden, bin gespannt. Mich würde eure Meinung noch zu Kettle & Crops interessieren und schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, die ich direkt an Galarol oder sonst oder an das Kettle & Crops Entwicklerteam weiterleiten kann, könnt ihr mir das auch hineinschreiben. Ich werde dann weiterleiten und werde dann versuchen, auch die Antworten für euch direkt live vom Entwickler bzw. vom Galarol zu bekommen, da ich ja guten Kontakt zu ihm habe. So, liebe Leute, ich bin für heute raus und man sieht sich im nächsten Part, wenn es hier weitergeht, beim LS13 Real Projekt. Bis dann, tschüss!